Hallo, einen schönen guten Morgen. Hier ist wieder das Business AM der Financial Times Deutschland. Die Rallye an den internationalen Börsen geht auch heute Morgen weiter. Nachdem die US-Märkte gestern kräftig zugelegt haben, notiert auch Tokio deutlich im Plus und überspringt zeitweise die Marke von 13.000 Punkten. Die genauen Daten gleich im Börsenteil. Ausgelöst wurde die Rallye durch die US-Notenbank und andere führende Zentralbanken, die gestern eine massive Liquiditätsspritze angekündigt haben. Alleine die Fed pumpt weitere 200 Milliarden Dollar ins Bankensystem. Eine ähnliche Aktion hatte es ja bereits im Dezember gegeben. Analysten sprachen von einem guten Schritt, um die teils panikartige Stimmung zu beruhigen. Es gab aber auch negative Stimmen. Die Fed dokumentiere, wie ernst die Lage ist, hieß es. Die Krise sei damit nicht ausgestanden, der Schritt werde nicht reichen. Zudem heize die Fed so die Inflation massiv an, was sich noch rächen werde. Wenige Tage nach seinem Sieg in Wyoming am Wochenende triumphiert Barack Obama erneut. Die Vorwahlen für die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in Mississippi hat Obama, ersten Berichten zufolge, klar für sich entschieden. Danach kam Obama auf rund 54% der Stimmen. Seine Kontrahentin, die ehemalige First Lady Hillary Clinton, erzielte 43%. Clinton hatte sich allerdings auch nur wenige Hoffnungen gemacht. Wegen des hohen schwarzen Bevölkerungsanteils war ein klarer Sieg des dunkelhäutigen Senators aus Illinois erwartet worden. Damit kann Obama seinen Vorsprung bei den Delegiertenstimmen weiter ausbauen. Die nächsten Vorwahlen finden nun im bevölkerungsreichen Pennsylvania statt, allerdings erst am 22. April. Bei den Republikanern steht ja John McCain bereits als Präsidentschaftskandidat fest. Die Millionenforderung des Landes Nordrhein-Westfalen gegen Nokia kommt offenbar zu spät. Juristen sagten der FDD, der Anspruch habe nur ein Jahr nach Vorlage des Rechenschaftsberichts bestanden, die Zeit sei abgelaufen. NRW fordert wegen nicht erfüllter Zusagen knapp 60 Millionen Euro Subventionen für das Werk in Bochum zurück. Nach monatelangem Tauziehen hat sich der Modehersteller Hugo Boss mit dem Mehrheitseigentümer Permira auf eine Sonderausschüttung geeinigt. Danach erhalten Aktionäre eine Sonderdividende von 5 Euro pro Papier, zudem eine um 22% angehobene Dividende von bis zu 1,46 Euro je Aktie. Die umstrittene Verhörmethode Waterboarding ist in den USA weiterhin erlaubt. Präsident Bush hatte gegen ein Gesetzesverbot sein Veto eingelegt. Um dies auszuhebeln, wäre im Repräsentantenhaus nun eine Zweidrittelmehrheit nötig gewesen. Die kam aber nicht zustande. Beim Waterboarding wird dem Verhörten das Gefühl vermittelt, zu ertrinken. Wenige Stunden nach der Zustimmung der EU-Kommission hat Google die Übernahme des Online-Werbevermarkters DoubleClick abgeschlossen. Der Deal hat ein Volumen von rund 3 Milliarden Dollar. Google-Chef Schmidt schloss Entlassungen nicht aus. Der Fed sei Dank, die Börsen befinden sich im Aufwind, zumal viele Anleger nun auch auf einen beherzten Zinssenkungsschritt in der kommenden Woche spekulieren. Doch ob das alles von Dauer ist, das darf bezweifelt werden. Hier die aktuellen Daten. Der Dow Jones legt 3,6% zu auf 12.157 Punkte. Der Nikkei gewinnt 1,9% auf 12.902 Zähler. Der DAX notiert bei 6.525 Punkten ein Plus von 1,2%. Und der Euro, der notiert fester bei einem US-Dollar 53,59. Nachdem das Berliner Verwaltungsgericht den Postmindestlohn in seiner jetzigen Form für unzulässig erklärt hat, berät der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über die Folgen des Urteils. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband spricht in Frankfurt über die Neuordnung der Landesbanken. Die Deutsche Lufthansa stellt ebenfalls in Frankfurt ihre Bilanz für 2007 vor, samt Prognose. Und in Leipzig startet die Buchmesse. Und wir starten morgen früh für Sie wieder durch, wie immer um 7. Oder Sie sehen sich meinen Kollegen an, Herrn Alex Drost, heute Mittag um 12 mit dem FDD-Thema. Bis dahin einen schönen Vormittag. Tschüss.